Servus Leute und willkommen zurück zum Bausimulator in der Gold-Version. Ja, und da der Killer ausfällt, habe ich mir einen anderen Hilfsarbeiter geholt. Jo. Nämlich einen, den haben wir schon lange nicht auf meinem Kanal gehört. Einen Praktikanten. Genauso wie auf deinem Kanal, ich schon ewig nicht war. Ich habe auch, Zweieinhalb ja, Jahre? eigentlich das, ja, das, nee, das ganze Jahr eigentlich mehr oder weniger, ne? Naja, ich würde, warte mal. Also es Ich dürfte war ja. so, letztes Jahr Dezember warst du, glaube ich, noch teilweise bei Tour warst Ja, dabei. na, ja, aber da auch nicht mehr. Halt im November habe ich ziemlich aufgehört, weil das Problem war ja mit den Aufnahmen da damals, dass das teilweise so ewig gedauert hat, Ja. dass wir nur eine Folge oder sowas zusammenbekommen sind. Aber wir werden mal kurz mal zum Mobilkran. Kennst du das Dann. Coolste, wenn man mit Gamepad spielt? Ja, im Kreis laufen. Bäm. Steig in den Mobilkran, in den ich gleich gerade sitze, halt in den, keine Ahnung, hier rein. Steig aus. Da Mobilkran. habe ich letztes Mal bei mir schon aufgeladen. Nicht der an der Ah, nicht Baustelle hier, ne? Mobilkran, ah, LKW, scheiße. LKW. Sattelauflieger, Dingsbums. Tieflader Zugmaschine 1. Oder das passt auch, bleibt da drinnen sitzen. Ach, du Ja, hast schon hier die holen wir Teile. die. Ja, die sind aufgeladen, die ersten zwei. Die anderen müssen wir noch abholen. Und jetzt geht es gleich einmal zur Baustelle. Beziehungsweise zuerst einmal Stützen einfahren. Weil sonst kommen wir wieder nicht vom Fleck. Das ist ja das Problem. Ein bisschen, wenn man neu lädt, man jedes Mal den Scheiß hat. Aber wurscht. Hast du schon? Ah, ich bin gerade dabei. Passt schon. Warte ein bisschen. Am Und Konvoi. gab nicht auch irgendwo hier Blinklicht? Ach, ist automatisch, ne? Das ist automatisch an, ja. Das kannst du ausschalten irgendwie. Weiß noch, das hat mich am Anfang, als das Spiel rauskam, Das was ja jetzt Geilste doch schon ist. anderthalb Jahre her ist, ne? Ich zeig dir jetzt nachher was beim Vorfahren für deine Leute. Ich fahre in der Außenansicht jetzt halt kurz. Ich weiß nicht, dass. Ich muss aber fahren wir zuerst. Schau, dass du das Auto abblockst. Du hinter mir gleich bist. Also du willst jetzt geradeaus Wir fahren, fahren oder? zu. Genau, wir fahren zum Windrad hin. Ist ja eh Man da sieht sie vorne in der schon, ne? Ferne. Genau. Und jetzt zeige ich dir einen Trick. Oder Trick. Des Leides. Nein, ich leider nicht. Doch des Leides des Nein, nein, Todes. nein, 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 nein. Alter. Du Man haust hier kann ja die alles um. Hinterräder. Man kann die Räder hinten bewegen, Ja. steuern. Habe ich Zum gesehen. Einlenken und so weiter. Ich dachte erst, das wäre wieder hier Desync. Nein, nein, das war schon fast so. Am besten ist es, du kannst so richtig raus. Und du kannst damit extrem rein, halt extreme enge Kurven fahren und so weiter und einlenken. Ja, Das brauchst ist du immer ganz wahrscheinlich auch interessant. teilweise, wenn du auf die großen Baustellen fährst, die ein kleineres Tor haben oder so. Ja, geht. Das Problem ist, du musst mit das gleichzeitig drücken und gleichzeitig fahren ist ein bisschen problematisch. Aber sonst geht es eigentlich so. Wir fahren aber hier gleich Reicht rein. der kleine Kran jetzt zum Abladen Der von dem Mobilkran, Ding? ja, genau. Da müssen wir da aufstellen. Und am Aber besten komisch, ist. ich war ja sonst eigentlich immer Meister und jetzt bin ich ja quasi Praktikant bei dir. Ach so, du warst bei deinem Spielstand immer Meister, oder wie? Ja, ich war immer Meister. Und Dennis war immer mein Auszubildender. Das war wieso ganz witzig, weil Dennis ja Straßenbau macht. Seit Okay. einem halben Jahr. Was du dabei machen kannst, wenn du willst, das Drehbohrgerät zusammenklappen und auf dem Tieflader auf den roten Tieflader aufladen. Hehe. Wenn du Ah, der hat das. auch die lenkbaren Räder, ne? Das habe ich letztens Genau, aber der ausprobiert. hat es nur, so wie ich das. Warte mal, wie war das? Der hat es, glaube ich, nur vorne oder so irgendwie. Boah, jetzt habe ich den liebsten Mobilkran, wenn man da runter drückt, die Spitzen teilweise hupt da. Ja, nochmal zurückzukommen, wir haben vorher halt, ich weiß nicht, war nicht das letzte Mal. War es in Two Rivers oder war es irgendwas anderes? Ich glaube, Ich Tour weiß noch, war's. wir haben irgendwann. Nein. Im Blö, November nein, haben wir nein, das nein, letzte nein. Mal der See Nein, im aufgenommen. Jänner war es sogar noch was. Februar oder sowas. Weißt du was? Überlege mal. Mir ist gerade voll eingefallen. Ein Schrottspiel, das es gibt, nicht gibt. Ah, The Crew. Ja. Das war Ja. irgendwann im Jänner, oder? Ja, Da genau. haben wir ja auch 30. Aber war das 2015? Ja, das war letztes Jahr. Ah, Dafür das gab es ja Crew kommt. mittlerweile auch diese Erweiterung. Ja, Wild, bla bla bla, irgendwas. Die war sogar ganz Und. witzig, fand ich. Hast du es gekauft, oder was? Ja, ich hab's bekommen und mir dann Achso, okay. angeschaut. Aber ich hatte Na, ich halt. habe nämlich irgendwie da überhaupt den Lust halt an den Spiel verloren gehabt, auch gleich. Weil so besonders, muss ich ehrlich sagen, war es nicht.
Aber es war halt, Aber weiß nicht, was mir halt gar nicht gefällt, das ist jetzt mittlerweile noch schlimmer. Im Endeffekt ist jedes Auto in dem Spiel fast gleich gut. Ob das jetzt ein Golf 7 genau, nur ist mit oder einem. ein Aventador oder was weiß ich was. Und das kotzt mich halt irgendwie an. Man macht das Ganze nur mit Level und das ist ein bisschen nervig, das stimmt. Ich habe mir ja damals, da was, glaube ich, dabei schon diesen Porsche geholt, diesen für diese Währung, die man am Anfang geschenkt kriegt, die man sonst kaufen müsste. Genau, das war irgendwann ganz am Schluss des Und das war Levels ja eigentlich so ein fast. 900 PS Megasportwagen, aber das Ding war ja nicht schneller als meine anderen Wagen. Du musst noch viel lernen. Klapp ihn richtig ein. Ist doch, oder? Aber gib das Ding runter. Also der Du. Bohrkopf ist runter. Ja, nein, aber tu das nach vorne kippen. Weil sonst bist du ja, weiß nicht, 6 Meter hoch. Weil du weißt, was ich meine jetzt. Ah, ich muss hier nur. Ah, ich komme manchmal mit diesen Umschalt-Dingern durcheinander. Da musst du irgendwas mit den Pfeiltasten, ist das. Ja. Du spielst auch Genau. mit Gamepad, oder? Ja. Ah, ich glaube, Ich Tastatur kann ist ein das Spiel nicht. bisschen. Bleh. Ich weiß, der Lion Gamer spielt mit Tastatur. Aber ich weiß nicht, ich hätte bei den vielen Achsen ein bisschen durcheinander kommen. Das geht besser. Einfach schöner zum Steuern, smoother. Ist eigentlich heftig, wie alt das Spiel schon mittlerweile ist. Aber es ist viel besser worden. Ja, vor allen Dingen auch von der Performance. Also ich spiele die ganze Zeit hier auf wirklich perfekt 60 FPS. Was war Ich beim auch. Hosten aber in letzter Zeit auch schon ziemlich gut. Früher war das ja so, fährst in die Stadt rein, hast du 15 FPS oder so. Ja, das kenne ich jetzt gerade von einem anderen Spiel. Welchen? City Economy. Ah ja, weiß Das ist nicht. schlimm. Ich habe das gestern Hat noch, mir auf habe der ich Gamescom schon aufgenommen. nicht gefallen, was ich davon Es gesehen habe. ist vom Spielprinzip her für den ersten Teil meiner Meinung nach nicht schlecht. Es fehlt aber noch viel. Weil das gehört noch auf jeden Fall, keine Ahnung, lange daran gearbeitet, dass es wirklich gut wird. Und jetzt, dass es dann schon was werden kann. Halt, wenn du dem noch, weiß nicht, 2 Jahre sozusagen oder sozusagen 2 Versionen Zeit gibst, 4 Jahre, bis halt in der ja, Let's Play sozusagen, keine Ahnung, in den Simulatoren üblich ist, fast. Komisches 2-Jahres-Prinzip. Dann glaube ich schon, dass da was draus werden kann. Nur jetzt ist es halt ein bisschen zart, weil es überhaupt nicht sinnvoll funktioniert. Weil ich habe keine Ahnung, wie das damals war, das wirklich so laggig? Oder war das Das nur im Spiel war Multiplayer damals so so schlimm. asynchron? Ich weiß noch, ich habe ja mit Doc gespielt am Anfang. Der hat ja auch nicht den stärksten Rechner. Also wenn der Ja. durch die Stadt gefahren ist, der hat ja echt nur 10 FPS. Also in der Stadt ging irgendwie immer gar nichts. Das war so die Regel. Also es ist jetzt so, wenn man in Richtung Stadt fährt und schaut, Die da fällt Drehbohrmaschine dann. muss zurück, oder was? Na, die lade mal nur auf, kommt mit dem blauen Tieflader nachher wieder dorthin, wo wir aufgeladen haben. Wir müssen die nächsten Dinger holen. Halt die nächsten 2 Stützen und noch den Rotorkopf hier oben. Mit dem blauen, okay, mit den Mit Tieflader dem muss ich blauen wieder am besten, zurück, ja. gut. Genau. Kannst du da. Ich bin jetzt gleich mal wegfahren und habe mal gedacht, dann warte ich, dann kann ich da mal aufladen, dann kannst du rüber, wenn du Drehbohrgerät ist willst. auch, kann man wegfahren, wenn man will. Nein, wir brauchen es ja auf der nächsten Baustelle gleich, halt daneben. Ach ja, stimmt. Wir Wenn müssen, wir du hast den eins nächsten. fertig und wir müssen vier. Genau. Was gibt's denn Es für so einen ist. Auftrag an Geld? Keine Ahnung, mich interessiert Geld so wenig bei dem Spiel schon. Ja, es geht wieso relativ schnell, nur am Anfang. Der komplette Auftrag bringt 240.000, ist halt nicht einmal so viel. Ja, ein Apartment bringt ja teilweise 700, 800 oder so. Ja, 700.000 habe ich noch einen Auftrag auf dem Apartmenthaus. Und dann gibt es jetzt den Sonderauftrag für die Schule, den ich demnächst nachher machen werde. Da habe ich letztens die Vorarbeiten gemacht. Den können wir auch den danach machen. Wir haben es jetzt so mal geplant, dass wir mal vorübergehen, weil der Guten auch ein bisschen gerade Projektemangel hat, kann man eigentlich sagen. Ja, und Jene ist ein eigentlich bisschen wollte ich ja beim stressig gerade. Bausimulator wieso nur die, beziehungsweise speziell halt die neueren Sachen zeigen. Genau, ich wollte das auch so machen. Halt, ich wollte zwar schauen, ob ich auf Level 20 komme. Ich will zumindest alle Sonderaufträge, was es jetzt gibt, noch abschließen. Aber mal schauen, ob Mal sich das gucken, ob sich ausgeht die irgendwie. Legende vom Staudamm dort dann noch bewahrheitet. Glaube fast nicht, ich weiß nicht. Also eigentlich haben die das Halt. ja seit der Gamescom vor 2 Jahren schon versprochen. Ich war ja dort auf der Gamescom nicht und ihr habt es nur immer erzählt. Und ich habe das nirgendwo im Internet oder sowas gelesen, dass sowas kommen soll. Du hast nur immer davon geschwärmt, dass da ein Staudamm kommen soll. Aber keine Ahnung, halt. Es hieß immer, ja, große Wohnhäuser in was von einem Krankenhaus oder so. Drehst du gleich um? Am Also besten. erst drehen und dann. Krankenhaus, Schule gibt es.
Ja, Nur aber die ganz haben sich ehrlich, jetzt das war ja auch freigeschaltet. noch in der Phase von dem Spiel. Also Wo es ist, es glaube ich, einfach so noch ähnlich nicht wie beim hieß da. American Truck, nur halt umgekehrt. Die haben erst das Spiel rausgebracht und dann fertig gemacht. Und American macht jetzt halt erstmal fertig und Spiel fertig. dann Aber rausbringen. was findest du besser? Dass ein Spiel fertig ist oder dass das irgendwie Eigentlich finde ich es unfertig besser, wenn rausbracht? es natürlich fertig rauskommt, aber ich finde, dann sollte man es nicht unbedingt 3 Jahre vorher ankündigen mit Release-Datum. Ja, das ist ein bisschen dämlich jedes Mal Ich gewesen. meine, das ist ungefähr da gewesen. Ja, da war Eurotruck gerade so richtig, sagen wir mal, so richtig da. Und dann haben die gesagt, okay, kommt American Truck. Und überleg mal, wie alt der Eurotruck ist. Das ist schon ein richtig altes Ich habe Spiel im das Endeffekt. ja gar nicht so richtig mitbekommen, weil mich ja der ETS jetzt so richtig interessiert Das hat. müsste alles. Die ganzen Spiele sind ja 2012 im Herbst rausgekommen. Und wenn du Nicht überlegst, fahren, das nicht wäre fahren, nicht fahren, nicht fahren, nicht 2016. fahren. Nicht wahr? Festketten. Ja, komm, geht auch ohne. Nein, ich kann es nicht festketten. Muss ich so Nicht nicht. korrekt. Ja, ich sehe es gerade. Ja, der liegt zu weit hinten, oder? Kannst du das andere festketten? Schau mal bitte kurz. Sonst muss ich das auch nochmal aufheben. Probier es jetzt einmal zum Festketten. Das kann man ketten. Kann man Was auch. perfekt. Ist Ja, aber auch dann geht sehr es wieder. schön gemacht mit der Kette. Das ist die Winkelkette. Das stimmt. Aber ja, aber besser als es ist irgendwie. Ja, die Weil das ist. Luftmoleküle haben halt einfach einen sehr harten Widerstand. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte es lieber so, als wenn das, keine Ahnung, gar keine Kette hätte dann. Und das einfach nur fixiert ist. Weil das von optischen her ist natürlich nicht schön, aber ja, ab. Hört mich jetzt nicht so drastisch. Nö. Wenn du wissen willst, wie du querfahren kannst. Ja, ich will es gar nicht machen. Mach damit nur einen Unfall. Nein, es wäre die rechte, die RP-Taste. Halt die Schultertaste, die hier Und dann vordere. wahrscheinlich lenken einfach. Nein, und die ist rechte Steuerkreuz. Rechtes Analogstick. Dann kannst du quer lenken. Also jetzt kommt's gleich, jetzt kommt's gleich. Doch nicht. Oh ja, jetzt. Über den Hügel drüber, zack. Ganz witzig, aber es ist sonst, das Problem ist, er lenkt auch automatisch ein bisschen. Und das ist scheiße. Schön ist, Weil du dass hast er das sich wieder automatische. zentriert. Sonst wäre ich jetzt eh schon aufgeschmissen. Okay, du fährst so rein, dann fahr ich gleich so her. Ladest du ab? Ja, kann ich machen. Dann werde ich nämlich dabei. Ach so, wir haben dort keinen Kran stehen. Das ist das Problem jetzt gerade. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Was? Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Was geht einfach? Also du, Bernie, mit dir oder was? Ja, mit meinem Einparkmanöver. Ja, das war aber nicht so schlecht. Ich überlege nur gerade, weil wir haben jetzt. Uns fehlen nämlich die Tieflader nachher zum. Warte mal, haben wir jetzt noch andere Tieflader? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich bin mir jetzt gerade ein bisschen verwirrt heute. Ich weiß nicht mehr, welche Tieflader es gegeben hat. Gibt noch den Britschen. Es gibt die blauen, es gibt den orangenen und den roten. Na, passt schon, die blauen brauchen wir nachher für die. British Robbenkran zum Holen, dass du nachher aufbauen darfst. Bin ich ja mal sehr gespannt, ob ich dabei jemanden umbringen werde hier mit Ja, du musst dem. dich gleich richtig hinstellen, wie halt, wir werden das diesmal anders machen. Ich glaube, für meine Zuseher, die sage ich es einfach schon, wir werden das da herüben herstellen, dass wir nachher den Rotor besser dran bekommen als das letzte Mal. Das war letztes Mal ein bisschen, da haben wir noch über den Rotor drüber gegriffen und so. Kann sein, dass es genau drehen muss. Dadurch jetzt. Oder daneben. Weil da, Na, es aber ist das ist das da. rot. Es ist das. Das Rote muss es sein. Ach so, das muss das rote sein. Das sah Ja, so das aus, so Rote wird rot nachher nach dem grün. Motto hier nicht. Nein, nein, das Rote wird grün. Und Ja. schon auslassen. Halt. Runter noch und dann zack. Das war am Passt Anfang auch perfekt. immer witzig. Da haben wir irgendwie mal Stadiontribünen da hinten gebaut. Hast du bestimmt auch irgendwann schon mal. Vor Ewigkeiten. Ja, also wo du nachher auch die Flutlichtanlage baust und so weiter. Ja, da habe ich die Dinger halt gesetzt als Host und dann waren sie bei mir weg. Okay. Also einfach in Luft aufgelöst. Ja, ich muss ehrlich sagen, damals war ich froh, dass ich nicht gespielt habe mit Multiplayer. Jetzt könnte ich mir den Bausimulator ohne Multiplayer nicht mehr vorstellen. Ich habe Weil ja du erst überlegt, hast. ob ich das Ganze halt Singleplayer jetzt mache. Hab dann Ja, auch du zwei, drei kriegst halt Folgen wirklich gespielt. extrem viel weiter zu zweit, weil sonst ist es so langwierig teilweise. Ja, die Helfer brauchen halt teilweise auch ewig, ne? Was ich so Ja, das gesehen habe, schon. Dreiviertelstunde den buddeln lassen oder sowas.
Aber das stört nicht einmal, weil du brauchst die Zeit eh. Du kannst eh nachher, keine Ahnung, ab Level 16 hast du drei Vorarbeiter oder so irgendwas. Dann kannst du drei Aufträge annehmen und dann hast du eh immer was zum Tun eigentlich. Was soll ich jetzt tun? Hast du abgeladen jetzt? Jo. Bringst du in den Mobilkran und laden mal gleich den Rotor auf am besten als nächstes, weil dann steige ich gar nicht mehr aus. Halt in den Mobilkran Nummer 2, glaube ich, müsste es sein. Oder 1. Nein, 1. Der steht nämlich am Gelände von dem Stahlwerk. Aber ich weiß nicht, machen wir 20 Minuten oder halt wie viele Minuten Bart? 15 Minuten? Ist mir egal. Ja, so ungefähr, weil dann wären wir schon am Ende. So würde ich sagen, machen wir morgen das Ganze fertig. Wenn der Guten. Ah, ist schon drinnen. Dann hier ist und wir den Rotor aufladen. Wo ist der denn? Rotorgehäuse. Ach, Links von hier, dir. links von mir. Genau. Gut. Passt. Dann würde ich sagen, beenden wir schon, machen morgen dann weiter. Bis dann. Tschüss. Tschüss.